Am Wort ist Josef Schellhorn, Wirtschaftssprecher der NEOS. Nur kurz zu meinen Vorrednern. Herr Pilz, warum haben Sie die letzten 4 Jahre gegen eine Halbierung der Parteienförderung gestimmt? Das ist meine erste Frage. Warum haben Sie auch nicht den Mut bewiesen, wenn Sie sich so als bürgernah beweisen, dass Sie nicht die 2600 Stimmen sammeln und darauf angewiesen sind, dass Sie 3 Unterschriften von Abgeordneten brauchen? Das ist einmal die grundsätzliche Frage. Wenn Sie hier als Aufdecker dienen wollen, dann erklären Sie mir, warum Sie hier auch für eine immer dagegen gestimmt haben in den letzten 4 Jahren. Aber Sie haben 2 Punkte völlig richtig gesagt. Wir haben die zweithöchste Parteienförderung der Welt hinter Japan. Sie haben auch richtig gesagt, dass wir die gleich hohe Parteienförderung haben wie in Deutschland. Nur Deutschland ist 10-mal so groß, das stimmt auch. Immerhin haben die ÖVP verfügt über Parteispenden etc. und Parteienförderung mit allen Bundesländern zusammen von 60 Millionen. Und sie kriegen trotzdem nicht den Rachen voll. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und dann stelle ich die Frage, wenn es der Herr Wöginger auch noch so mit der Transparenz hat und dass Sie die transparenteste Partei sind, dann hätte ich gerne von ihm oder beziehungsweise von Herrn Blümel bis spätestens morgen in der Früh gewusst, wer den Verein zur Förderung bürgerlicher Politik denn ist. Denn nämlich der unterhält seine Homepage und das ist auch ganz wichtig und wir wollen es ja wirklich transparent haben und ich würde mich auch darüber freuen, wenn diese Transparenz auch dementsprechend gelebt wird. Nun, der Gerald Loacker hat es auch gesagt, was die Vorfeldorganisationen betrifft, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, die klassischen Sozialpartner, wie wir sie nennen, sie schütten 27 Millionen aus und sind natürlich ausgenommen von der Spendenlegung-Verpflichtung. Also das heißt, sie müssen nicht einmal genauso wie der ÖGB nicht einmal veröffentlichen, wohin sie spenden bzw. welche Institutionen sie fördern. Hat was mit Transparenz zu tun, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann frage ich Sie, und jetzt komme ich zum Punkt, die Wirtschaftskammer hat 2/3 aller Sparten haben untergelagerte Vereine. Da gibt es zum Beispiel einen Verein bei den Finanzdienstleistern, der heißt Saubere Hände. Dorthin fließen Kickback-Zahlungen für Haftpflichtversicherungen, die die Pflichtmitglieder abschließen müssen. Da gibt es zum Beispiel einen Verein im Transport, der heißt Verein Fairer Transport. Da landen Gelder und auf einmal verschwinden diese Gelder. Wohin verschwinden die mit unseren Pflichtbeiträgen, mit den Pflichtbeiträgen der Transporteure? Dann gibt es bei allen anderen Sparten, fast bei allen anderen Sparten, so hört man, untergelagerte Vereine. Natürlich kann man in die Vereine nicht hineinschauen. Natürlich wissen wir nicht, wohin das Geld fließt. Aber die Vermutung liegt schon nahe, dass das auch intransparente Parteienförderungen sind, weil sie mit 60 Millionen nicht auskommen und ihr Abhängigkeitsverhältnis auch dementsprechend noch fördern müssen. Das sind falsche oder giftige Bonbons, die sie verteilen. Es ist dann auch nicht verwunderlich, dass Ihr Spitzenreiter bzw. Spitzenkandidat auch dementsprechend zuerst ganz früh einmal von einer Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft spricht und gleichzeitig der Vorgänger auch noch von einer Gewerbeordnungsreform spricht, wenn dann natürlich, ich vermute, die Unterstützer mit den Vereinen dagegen arbeiten und dem Vorgänger Mitterlehner auch noch sagen, na, Gewerbeordnungsreform mit uns nicht. Wir wollen nicht im 21. Jahrhundert angekommen sein. Wir wollen keine Freiheit für die Unternehmer. Das wollen wir auf alle Fälle nicht. Darum liegt die Vermutung nahe, und so hört man, dass diese Vereine auch dementsprechend gut gefüllt sind und dass sie alle im Frühjahr sozusagen ihr Vereinskapital verloren haben beziehungsweise dass sie es verschoben haben. Das sind interessante Details. Wenn wir von Transparenz sprechen, bitte sagen Sie uns, ob Sie davon Geld bekommen haben. Und da spreche ich noch nicht von 41 Vizepräsidenten bei der Wirtschaftskammer. 41 Vizepräsidenten gibt es bei der Wirtschaftskammer. Und Sie wollen mir erzählen, dass alles transparent ist? Das kann es nicht sein. Dem nicht genug. Also reden wir mal nicht vom Geld. Sie werden sagen, reden wir nicht vom Geld. Aber dass der Pressesprecher des Herrn Mara, heute habe ich eine Aussendung bekommen, der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer den Text vorschreibt für die Wirtschaftskammer, finde ich schon mehr als absurd. Wo kommen wir dahin?
Der Fakt ist, ihr spürt euch selber nicht mehr. Ihr spürt euch nicht mehr, wo ist Anstand und was gehört sich und was gehört sich nicht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht verstanden vom Herrn Kollegen Klug, der gesagt hat, ja, die Frau Burgstaller hat vor 25 Jahren einmal dort gearbeitet und sie hat ein Rückgerecht. Ich als Unternehmer habe nirgends ein Rückgerecht. Ich habe mein Risiko zu tragen, wenn ich hier herinnen stehe und wenn ich scheitere, dann scheitere ich. Aber welches Rückgerecht haben wir alle? Da ist eine Abhängigkeit. Man braucht hier Transparenz und man braucht hier Compliance. Ihr schreibt zu Unternehmen vor, welche Compliance-Richtlinien sie halten müssen und gleichzeitig hat bei euch, und der Gerald Loack hat es richtig gesagt, die Arbeiterkammer ist das AMS der SPÖ. Das ist so. Und nichts anderes ist es. Und da rege ich mich auf. Und über diese Situationen regen mich auf. Ihr schreibt zu Unternehmen vor über Compliance-Richtlinien, die ihr selber nie einhalten würdet. Und die ihr selber auch nicht einmal lebt. Und da denke ich mir, es gehört wirklich endlich aufgeräumt. Es gehören Compliance-Richtlinien auch für die Abgeordneten hierher. Es gehören Transparenz-Richtlinien her, was die Parteienförderungen und die Erhaltung von Vereinen betrifft, wie jenem des Herrn Gernot Blümel. Ich erwarte bis morgen Ihre Antwort, wenn Sie es mit der Transparenz ernst meinen. Danke. Josef Schellhorn, Wirtschaftssprecher der NIOS, bezweifelt, dass hier alles transparent gemacht werde. Es brauche Transparenzrichtlinien.